Nur das Gleiche macht natürlich auch der Coach von Volvia, die Schweden also gegen die Schweizer in dem zweiten Zug. Hier ist der Zug, haben die Schweizer für sich können entscheiden, 1-0 also für Ebersäcken. Und einen Seitenwechsel gibt es auch auf dem Seil 7 in der Partie zwischen Heure und Bison. Heure dort hat können den ersten Zug für sich entscheiden. Und jetzt wird gezogen. Der Schiedsrichter, der Ralf Breuninger, der Schiedsrichter vom Zug zwischen Volby und Ebersäcken, hat das Zeichen gegeben, Pull, das heisst ziehen, sie können wieder ziehen und der Start gut gelungen für Ebersäcken. Ja, würde ich sagen, wenn man jetzt geht, Volby versucht Druck zu machen, aber sie haben die Tendenz, dass sie Boden nie gehen. Und Ebersäcken steht sehr gut, mit einem guten Druck und sie haben den ersten Druck wieder in die Höhe. Man sieht, sie ziehen Volby zusammen und Volby muss da zuerst wieder rauskommen und wieder in eine gute Position nehmen. Genau, das wird aber so ziemlich schwierig. Der Coach von Ebersäcken hat bereits einmal in die Hände geklatscht. Er ist sich siegessicher nicht mehr allzu viel Feld. Bringt aber links noch vielleicht ein kleines Geduldsspiel, weil Volby geht sich natürlich alles andere ausgeschlagen. Die wollen noch mal alles geben, geben die letzte Kraft ins Seil rein, aber das wird ganz, ganz schwierig. Noch ein, zwei Züge und dann dürfte der Sieg bzw. Finaleinzug klar sein. Und der Schiedsrichter hat seine Pfeife bereits im Mund. Jawohl, das ist es!